Was geht ab, meine lieben Freunde? Six All in the Mix. Herzlich willkommen zu meinem Video. Ey, ich habe gerade hier so einen Laden entdeckt. Wie gesagt, öfter schon mal vorbeigelaufen gehabt. Das sah sehr qualitativ aus. Vorhin war es richtig voll. Ihr habt ja mitbekommen im letzten Video, wenn ihr dieses Video heute schon gesehen habt oder wenn ihr dieses Video gerade seht, habt ihr gesehen, dass ich heute in Neukölln war, ein bisschen Karl-Marx-Straße drumherum, S-Bahnhof Neukölln. Und ich wollte diesmal einfach mal hier rein und essen gehen. Vorhin war es, wie gesagt, sehr voll. Konnte ich nicht. Jetzt kann ich rein und natürlich das Essen checken. Wir sehen uns drin, wir quatschen nicht so viel. Wir gehen direkt rein und bestellen uns was zu essen. Der Laden heißt Jasmin Al-Sham. Wir gehen jetzt einfach rein. So, ich habe mir jetzt einen Mixteller bestellt, insgesamt mit dem Wasser hier, ohne Sprudel. Die hatten kein Sprudelwasser, ihr wisst, ich bin weg vom Zucker. Keine zuckerhaltige Getränke am besten. Ja, von der Qualität her soll es richtig gut sein. Mixteller mit Kalb, Rind, also so gesehen Kafta, Shawarma und mit Hühnerfleisch, insgesamt mit Wasser, mit Tabouli. Also Tabouli heißt sozusagen arabischer Salat, Hummus, ein bisschen Knoblauch und ein paar Gurken mit drauf. Habe ich jetzt insgesamt 25 Euro bezahlt. Das ist ein stolzer Preis, aber ich bin gespannt, wie die Qualität so ist. So, auch drumherum eigentlich ein schöner Laden. Ja, wir warten jetzt einfach mal auf das Essen, auf diesen Mixteller. Und ich bin wirklich, ich glaube, vorher war ich noch nie so gespannt. Das sieht wirklich nach Qualität aus. Wird er diesen Laden von jemenitischen Laden besiegen? Ja, müssen wir mal gucken, ob er den Laden schlägt. Aber ich bin schon mal hier, ich bin sehr, sehr gespannt. Und können wir mal fragen, wie lange dieser Laden schon existiert. Vor allem ist das ein originales Ambiente hier. Ich fühle mich in Ägypten gerade. Ja, auf jeden Fall. In Ägypten war das genauso ähnlich, da gab es genauso einen Laden und der war unheimlich lecker. Bloß der Preisunterschied ist natürlich gewaltig. Von 3 Euro ganzer Tisch voll auf in Berlin 25 Euro. So Freunde, wir machen uns gleich auf den Salat. Und ja, der Tisch ist jetzt erstmal halb voll. Sieht sehr, sehr gut aus. Tabouli ist natürlich immer eine Sache für sich. Ein arabischer Salat. Sehr, sehr gesund. Der Tisch sieht nicht schlecht aus. Wir warten auf den Mixteller, weil der Kollege muss noch die Pommes machen. Ich bin sehr gespannt, wie das hier alles schmecken wird. Sehr, sehr gespannt. Dankeschön. Wow, sieht echt sehr gut aus. Dankeschön, Dankeschön. Freunde, schaut euch das an. Ein ganzer Mixteller mit verschiedenen Fleischsorten. Unglaublich. Ganz viele verschiedene Fleischsorten. 3 genau genommen. Dann hier ein bisschen Hummus, bisschen dies, bisschen das. Hammerhart. Salat, Reis dazu. Ja, insgesamt 25 Euro mit dem Wasser. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Der erste Biss vom Chicken hier. So, wir machen uns sofort an das Chicken ran. Ein bisschen Hummus. Ein bisschen Knoblauch. Was auch immer, oder? Ja, Mann. Alter, das Chicken ist so zart, ja. Ultra, ultra lecker. Jetzt verstehe ich, warum die auch so viel Geld nehmen. Moment. Der Reis dazu. Diesmal nehmen wir was von arabischem Brot. Machen ein bisschen Fleisch rein. Bisschen Hummus drauf. Bisschen Soße. Pommes. Verpacken das in einem Sack, in einer Gabel und ab damit. Boah, das Essen ist Baba hier, Bruder. Der junge Mann grüßt dich, du kommst auch immer sehr gerne her, sagst du, ja? Ja, und du hast recht, wir haben gerade drüber gesprochen, ne? Die Qualität, mein Lieber, ist wirklich 1A. Heftig. Also die 25 Euro habe ich gut investiert mit allem drum und dran. Guck mal, Tabouli-Salat macht so 5 Euro bestimmt. Dann Teller waren so 15 Euro. Da habe ich extra Reis nochmal 5 Euro genommen. Dann Getränk und noch ein paar andere Sachen. Auf
auf jeden Fall sehr, sehr lecker, Bruder. Ich esse gerade wie ein Schwein, sorry. Kein Problem. Danke. Was hast du bestellt? Shawarma. Okay, Teller, okay. Sehr stark für einen jungen Mann in seiner Größe einen ganzen Teller zu bestellen. Bei mir ist klar, dass ich ein Fettzeug bin, aber er. So, das nächste Fleisch, das ist Lamm, ne? Okay. Bruder, das geht auf deinen Nacken gerade hier, mein Lieber. Boah. Die Pommes sind krass. Pommes sind sehr, sehr gut sogar. Die sind so knackig und oberweich. Oder auch dieses Hummus ist sehr stark, ja? Das beliebteste hier ist dieses Knoblauch. Tum, ja? Knoblauch. Du sagst, ich soll die Vertrauen mit Pommes erstmal probieren. Bruder, du machst heute richtig fit. Kennst du das Knoblauch bei Risa? Ja, das schmeckt. Aber das ist nochmal ganz anders. Das ist etwas extremer. Auf jeden Fall, das ist Knoblauch. Alle reden von diesem Laden und der Junge meinte auch, einer der besten Läden hier draußen. Der ist neu seit knapp zwei, drei Monaten. Und der da vorne, der bestellt hat, meinte auch, das ist der krasseste Laden, der kommt jeden Tag her. Ja? Ich habe einfach aus dem Zufall diesen Laden hier entdeckt. Mach mal du eine Review mit dem Chicken. Das Shawarma Chicken, ja? Ja. Okay, let's go, Bro. Ich merk schon. Bruder. Bist du sicher? Ja. Oh, mit dieser Soße, Alter. Ja, Bruder. Boah, nächstes Mal bestell ich auch das, Bruder. Das schmeckt krass, Alter. Ja. Bruder, du hast auf jeden Fall Plan, was du tust, Alter. Mal halb voll. Wir versuchen jetzt weiter zu essen. Das ist wirklich die Qualität hier jetzt wirklich. Kennst du dieses jemenitische Restaurant? Dieses Jemen? Die sind auch krass. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Nummer. Wenn du anfängst, hörst du nicht mehr auf, ne? Geht immer weiter. Bro, wie findest du den Land an sich so? Du hast ja gesagt, du wohnst ja hier, ne? Oder ich wohne hier in Kalmat. Ich war überall hier in diesem arabischen Leben. Ja. Ich bin dir ehrlich, dieser Laden hat 5 Sterne. Ist am stärksten, ihr sagt. Ist am stärksten. Allein für die Knoblauchsoße sagt alles. Bruder, ich merke es auch. Also wie gesagt, das jemenitische Restaurant hat auf jeden Fall eine Konkurrenz mit dem hier. Wie so eine Art Mischung, Libanon, Syrisch. Hier ist alles so, ne? Guck mal, jedes einzelne Ding sitzt hier, egal was man sieht. Das sitzt, das schmeckt alles. Das nächste Ding. Das ist jetzt so Kafta, ne? Auch Kalbsfleisch oder was? Nee, das ist Rind. Ja, guck mal hier. Bisschen dies. Bisschen Knoblauch. Das kennt man, aber auch sehr, sehr gut. Wie nennt man das hier? Was ist das hier genau? Ich glaube, das ist Hähnchenfleisch. Hähnchenfleisch so gedingst, ne? Okay. Das ist auf jeden Fall sehr weich. Ja, man merkt, es zerfällt schon. Auch geil. Sieht, Freunde, wir können absolut nicht aufhören zu essen. Jungs, sehr, sehr gut. Sehr viel, sehr lecker. 11, 12, sehr, sehr lecker. 12 von 10. Ich würde sagen, ich esse das einfach auf, wir machen einen Schnelldurchlauf und wir sehen uns in der Nummer. Ja, Bro, erzähl mal, wie war's? Du bist immer noch am Essen, wa? Ja, die sparen auf jeden Fall nicht an die Portionen, die haben so ordentliche Portionen, die ballern schon richtig, ja? Schau mal hier, ich bin wie ich bin, so ein Fettsack, wie ich halt bin. Schon fast alles weg, jetzt noch der Salat und das war's. Und ja, ist auf jeden Fall sehr qualitativ, sehr, sehr hochwertiges Essen. Ich werde öfters auf jeden Fall kommen. In der Hut schmeckt es immer am besten, Bro. Meister, ich danke euch für das Essen, das war unglaublich und es war auf jeden Fall jeden Euro wert. Die Qualität, wie macht ihr das? Das ist, so muss man die ganze Zeit drauf achten, wo man dieses Ware holt und obwohl das teurer ist, aber das spielt da keine Rolle, weil es spielt da Rolle, eine gute Qualität an die Kunden zu geben. Outstanding. Deswegen muss man immer gucken, wo es ein bisschen teurer ist, aber dann gibt man die Leute einfach was Bestes und die wiederkommen können und mit den Freunden noch weiter. Deswegen sage ich euch, immer herzlich willkommen bei uns, Jasmina Scham, Karl-Marx-Straße 168. Danke dir, Bro. Ey, das ist ein Traum. Du hast Holzkohle, du hast zwei Spieße, du hast dies, du hast das.
Ich bin fasziniert. Wir versuchen immer, das Beste an euch zu geben und wir freuen uns auf euer Besuch. Freunde, kommt vorbei, bitte nervt diesen jungen Mann und kauft hier alles leer. Gerne. Dankeschön, Bro. Mach's gut. Und ja, kleiner Bro, danke dir, Bro. Wie ist dein Name eigentlich? Mahmoud. Mein Name ist Six. Six, Six, Six. Ja, ich bin auf jeden Fall fasziniert. Yasmin, Alshan, du kannst sagen, man kann hier jeden Tag herkommen. Und es wird immer so sein von der Qualität her, immer? Ja, bitte schön. Hattest du mal einen Tag, jetzt unter uns, wo der Chef weg ist, hattest du mal einen Tag, wo das nicht so war? Noch nie. Also der Laden ist seit 3 Monaten geöffnet. Mhm. Ich war jeden Tag hier, bis, also jede zweite Woche. Mhm. Der war lecker. Bro, auf jeden Fall, sag ich auch. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, es ist wirklich sehr, sehr lecker. Ihr habt ja auch die Adresse gerade gehört. Ja, was soll ich sagen? Ich verlinke euch natürlich auch die Adresse. Das ist ein wunderschöner Laden und die Qualität spricht für sich. Diese 25 Euro haben sich gelohnt. Was hast du bezahlt für deinen Teller? 7 Euro. 7 Euro, krass. Aber das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist eigentlich auch sogar sehr billig. Da ist viel drin und diese Qualität ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Freunde, das war's auch mit dem Video. Six on the Mix. Daumen nach oben, abonnieren, vielen kommentieren und wir hören uns. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Laden hier gefunden habe. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Grüße aus Neukölln. Karl-Marx-Straße. Du hast das letzte Wort, Bro. Ich grüße euch alle. Sag den. Einen auf den. Dach, ihr Hauptweh.